Ja, Thomas, schön, dass wir hier sind. Wir sprechen über Digitalisierung im weitesten Sinne. Und ich hatte gedacht, dass wir mal anfangen mit dem ganzen Thema Standort Deutschland. Deutschland ist ja nun ein sehr ingenieursgeprägtes Land, im Standort, der wirtschaftlich einerseits dadurch gekennzeichnet ist, dass eine hohe Stabilität da ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber wir haben natürlich auch die ganze Demografiediskussion. Wir wandeln uns in Teilen, ist das schon ganz deutlich sichtbar, von Arbeitgeber zu Arbeitnehmermärkten. Und es gibt eine große Diskussion natürlich angesichts der demografischen Entwicklung und diesem Wandel, den ich gerade skizziert habe, ob eigentlich der Nettoeffekt auf der Arbeitsmarktseite eher pro Arbeitnehmer oder pro Arbeitgeber ist. Wie würdest du das einschätzen? Also ich glaube, dass in der Breite die Diskussion über die Balance der Lebenssphären und über die Ansprüche der jungen Generation, dass die Wirkung gezeigt hat. Und dass in Summe schon viele Unternehmen sich bemühen, manchmal mehr schlecht als recht, manchmal mehr recht als schlecht, sich bemühen, dort besser zu werden. Ich glaube, dass die Arbeitskulturen für die Allerbesten sich nach wie vor nicht geändert haben und dass sie deswegen eigentlich eher Unternehmer oder Unternehmerin werden und das in Berlin oder im Silicon Valley oder im Silicon Valley. Also der Anteil der Deutschen ist im Silicon Valley sehr, sehr hoch. Es hört sich ja fast an, als würden die Top-Talente eher aus dem Standort Deutschland sich verabschieden und dann woanders weitermachen. Also die wirklich digitale Hotshots sind. Ja gut, also nicht nur die digitalen Hotshots, sondern auch die naturwissenschaftlichen Hotshots. Es gab ja mal eine Zeit, es gibt eine neue Untersuchung fehlt, dass wir einen Nettoverlust von 4000 Nobelpreisverdächtigen Deutschen hatten, die entweder in die USA oder in die Schweiz gegangen sind. So, das war, glaube ich, 2012. Ich glaube nicht, dass die Situation sich signifikant geändert hat. Und wie beurteilst du das insgesamt? Diese ganze Diskussion rund um Industrie 4.0, da wird ja immer gesagt, es werden massenweise Arbeitsplätze überflüssig durch die Technologisierung, was ich auch glaube. Aber die Frage ist, ob nicht die Digitalisierung auch ganz viele neue Arbeitsplätze schafft. Es gibt ja Studien von der Boston Consulting Group aus dem letzten Jahr, die sagen, auf Basis bestimmter Annahmen werden wir 2030 ungefähr eine Lücke von bis zu 6 Millionen Arbeitskräften haben. Und demgegenüber stehen ja andere Aussagen, die sagen, nee, nee, wir haben gar keine Lücke. Im Grunde genommen werden auch eigentlich viel mehr Arbeitsplätze abgeschafft. Wie ist seine Sicht Also darauf? Boston Consulting in allen Ehren. Diese Arbeitsplätze, die können auch in Singapur geschaffen werden. Oder in China. Oder in Paris. Die Frage, das unterstellt ja, dass wir sozusagen als Nation wettbewerbsfähig sind, weiter Wachstum haben und weiter innovativ sind, was wir übrigens nicht sind. Und das Wachstum lässt auch signifikant zu wünschen übrig. Das heißt, ob die Digitalisierung Arbeitsplätze schafft, da bin ich durchaus auch optimistisch, aber nicht zwangsläufig in Deutschland. Okay, also deine Meinung auf den Punkt, der Nettoeffekt wird eher ungünstig für die Das Arbeitnehmer Problem ausfallen. wird im Grunde sein, wie machen wir die Arbeitsbedingungen wieder attraktiv für Spitzenarbeit in Deutschland? Denn eins ist klar, die Anforderungen, die werden wachsen, die Komplexität in den Aufgaben wird zunehmen, die Wissenschaftlichkeit in den Aufgaben wird zunehmen. Das heißt, Brain wird noch mehr ein Schlüsselthema und Brain kann man nur attrahieren, nicht fesseln. Das ist nun mal die alte Logik und da sind wir im Augenblick nicht gut genug. Gleichzeitig, und ich sage das ja in aller Deutlichkeit, gerade in der Phase des Spitzenerfolgs der deutschen Wirtschaft, die Chinesen kommen in unseren Kernstärken immer näher an uns heran. Und die Amerikaner in ihren Kernstärken der digitalen Services entfernen sich immer schneller von uns. Das heißt, wir sind in einer ganz ungemütlichen mittleren Position.